It's time for World Underground Wrestling. So geht's los. Es ist ja los. Pure Aggression. Also wir werden heute keine Headscissors sehen, wir werden kein technisches Match sehen. Das mit der Kampf. Also ich stelle fest, die Hälfte alle zum Tritschitz. Also, beim Zanoni waren einfach mehr Applausitäten da. Nein, wo sind die Rebel-Fans? Nodig, wo sind die Richie Zanoni-Fans? Ja, genau gleich viel, wurscht. Ne? Wurscht, der Kampf läuft, Richie Zanoni wird angezählt. Bei vier. Ja, der geht schon fertig, der Zanoni. Ja, naja, aber der Austrian. Mir daran zwei. Zanoni hat eine total italienische Kriegsmusik. Was denn? Es ist eh wurscht, das ist ein WUW-Titelkampf, da gibt es keine Regeln. Also. Der Richard Zanoni sagt, wenn sie nicht die Banken holen, ist er weg. Ein guter Maß, dann ist er weg, den braucht eh keiner. Also, Moment. Schau, das Publikum hört auf Richie Zanoni, also sind es alles Fans von Richie Zanoni und der Richie Zanoni macht ja einen guten Job. Reiß ja was, die Haxen, der kann eh nicht gehen. Ein sehr eigenwilliger Griff. Das hat er sich, glaube ich, von der Ciabella angeschaut, aber ja, nicht so richtig. Das sind die typischen Mafia-Methoden vom Zanoni. Keine Ahnung, was heißt Mafia-Methoden? Hey, junger Mann! Referee, nimmst du mir bitte den Hut wieder? Danke, sehr lieb. Oh, schöner Body Slam. Also der Rebel rebelliert derzeit nicht allzu viel, stelle ich fest. Ja, weil der Zanoni ist ein Bell. Was heißt das auf Italienisch? Das darfst du nicht sagen. Biletti. Soletti, Bell, Soletti. Hast du jetzt Kastl oder Katzelmacher gesagt? Ein schöner Top-Kick. Ich glaube, es war ein Top-Kick. Er wird angezählt. Zwei. Drei. Vier. Vier. Jetzt sind es beide draußen. So, ich gehe da mal die Runde. Ich hab gesagt, nicht mehr. Also wie gesagt, ein technisches Match werden wir da heute nicht so sehr sehen. Aber jetzt ist der Rebel am Drücker. Rebel, Richter her, mach ihn mal her. Italia! Oh, mein Dropkick vom Rebel. Mir daran da weh, aber Gott sei Dank stehe ich da nicht an. Ja, der Rebel ist hart. Ja, ich meine, Alter, tut mir alles weh, deswegen. Bodyslam-Ansatz! Oh, also, das habe ich heute schon dreimal gesagt, vielleicht wenn ich mir das will. Jetzt hat er sich einen Nerv beizt. Nein! Also, war jetzt vor dran. Vier! Rebel, hol dann, mach einen fünf! Bei 10 muss er auf die 4 sein, sonst wieder. Also, wenn er unten ist, muss bis 20 sein, das war immer so weit. Schmeiß, Emil! Emil, geh heim! Freut schon, oder was? Ja. Was macht ihr da? Macht ihr da?
Ja, Fisslen, geht auch. Ja, oh, eh. Und dann DDT. Drehen wir da wieder aus, sonst. Sonst gehen sie raus, ne? Sonst gehen sie wieder raus, das wollen wir nicht. Ja, jetzt denkt er noch, der Zanoni, was können die machen? Eigentlich rostet sie nur aus. Und schon wieder die Innen einen. Jetzt ist zerstört. Yes, du sollst bei Ihnen. Danke, sehr lieb. Ja, genau. Typisch italienisch. Aber es holt. Italienische Wertarbeit. Ich bin auch dabei. Und Backlever. Ich glaube, der Kampf ist vorbei. Spuckt mich nicht aus, ich spucke zurück. Jetzt muss eigentlich schon vorbei sein. Ja, ja, zu dir. 4. 5. 6. Zanoni. Zu weiter. 7. Ein weiter Match. 8. Wir da noch zwei. Entschuldigung, junger Mann, kennt man das da, diesen illegalen Gegenstand aus dem Ring haben? Erst wieder zurück, ist am gescheitersten. Ja, nichts mit aus dem Leiter, Mensch. Schöner Suplex. Slipper halt. Jetzt gibt er auf. Wo sind die Zanoni-Fans? Zanoni! 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 Aber der Rebel wird gewinnen! Aufgabe! Aufgabe! Keine Aufgabe, oder? Er sagt gar nichts mehr, aber die Hand ist noch oben. Was willst du denn die Hand fallen lassen, wenn es noch oben ist? Der Referee denkt mit, ich stelle das gerade fest. So, jetzt darfst du heben. 1. 2. Und damit weiterhin österreichischer Champion! Austrian! It's time for World Underground Wrestling.